So, und gleich ein Vorwort. Für alle, die sich fragen, was passiert da jetzt gerade? Irgendwann zu Game One-Zeiten war es so, dass irgendwann kam 20th Century Fox auf uns zu und hat gesagt, hey, ihr macht doch diese tolle MTV-Sendung Game One und wir suchen aus ganz vielen Ländern gerade coole Influencer, die ein bisschen was erzählen. Ich mach's noch lauter, keine Angst. So, also wird gleich noch lauter sein. Die einen coolen Reisebericht darüber machen, es ging damals um den Wolverine Weg des Kriegers DVD-Launch. Ich wurde dann, war ich gar nicht als fester Mitarbeiter bei Game One, wurde dann aber angefragt, ob ich es machen will. Ich habe sofort gesagt ja. Und als ich dann erfahren habe, dass es mit Ben ist, habe ich erst recht gesagt ja. Denn zu der Zeit waren Ben und ich schon Kumpels und es war abzusehen, dass das ein richtig geiler Trip wird. Das Zimmer, was ihr gerade gesehen habt, war unser Hotelzimmer. Ich sag mal vorweg, das Hotel war der absolute Knaller. Die Aussicht aus Bens Zimmer. Wir haben am ersten Abend entschieden, wir setzen uns jeden Abend hin und machen ein kurzes, lassen Revue passieren, was an diesem Tag passiert ist. Und daraus schneiden wir am Ende den ganzen Reisebericht zusammen. So. Und diese Aussicht, ey, am letzten Tag hat man das gesehen. Von seinem Zimmer aus konnte man einfach den Tokyo Tower und dahinter den Mount Fuji sehen. Das war unglaublich, dieses Zimmer. Alter, war das krass, ey. Ich habe in meinem Leben, glaube ich, noch nie in irgendwas gepennt, wo ich danach sagen konnte, das war so teuer, das kann ich mir privat niemals leisten. So, ich mache jetzt erstmal weiter. Jetzt kommt ein kurzes Intro. Ich unterbreche das nicht, glaube ich. Und nur, wenn es ganz dringlich wird. Wenn zu viele Unterbrechungen, müsst ihr immer schreiben, Hauke, das unterbricht so oft, das nervt. Aber so machen wir es auch weiter. 10 Minuten schließt das Gate. Unglaublichen Seelenruhe, die das hingenommen haben. Ne? So, auch so sich da hinzusetzen. Und ich meine, wie wenig von denen auch aufgestanden sind. Ich meine, ich bin auch kein einziges Mal aufgestanden. Ich saß nur am Fenster. Das auch, da muss man einmal erwähnen. Wir sind 11 Stunden geflogen. Erstmal wichtig, geiler Flug. Ich will mich gar nicht beklagen. Ey, KLM, tolle Airline und so, war ein hammergeiler Flug. Also, fetter Shoutout an KLM. Meiner Meinung nach die beste Airline, die ich kenne. So, ich flieg sehr, sehr gerne mit denen und wenn es irgendwie möglich ist, würde ich auch jederzeit wieder mit denen fliegen. Zu diesem Flug, das war ein voll besetzter Flieger. Niemand ist aufgestanden. Ich glaube, in diesem gesamten Flug sind 3 Leute aufgestanden oder so. Ich habe mich so schlecht gefühlt. Wir saßen da, ich habe 11 Stunden weder gepinkelt noch irgendwas anderes verrichtet. Ich habe da nur gesessen, weil ich die ganze Zeit dachte, also ich habe die ganze Zeit gedacht, oh, du kannst jetzt nicht aufstehen, das wäre so unangenehm, ey, das kannst du echt nicht bringen. Sag was für die Kamera. Zwischenruf, Alter, sehe ich da noch jung aus. Krass, ey. Das ist 5 Jahre her, ne? Und ich sehe einfach, da habe ich gerade 17 oder 20 Stunden nicht gepennt oder so. Und sehe einfach nach Jetlag besser aus, als ich jetzt aussehe. Ist ja widerwärtig. Kamera. Was für die Kamera? Danke, ich filme. Zeit wird vorbei. Boah, auch die Mucke ist so geil. Ich krieg Gänsehaut, ey. Ich komm irgendwo an und ich habe auch das Gefühl, ich fall total unangenehm auf. Ja, wie gesagt, es ist auch alles so sauber und so, ja. Und so steril und ruhig und so. Sobald er deine Anwesenheit macht, alles schon so. Ey, guckt euch diese Aussicht an, Alter. Das war Bens Zimmer. Das ist so unvorstellbar geil gewesen. Ich war vorher noch nie in Japan. Und Ben ruft mich halt echt an und sagt, Alter, komm mal in mein Zimmer. Und wir gucken da aus dem Fenster und das siehst du. Ey, ich war erschlagen davon. So, wir sind im Zentralen. Also es gibt ja 2 Flughäfen. Ich habe ehrlich gesagt vergessen, welcher der 2. ist. Narita, der ein bisschen außerhalb liegt. Ist ja auch egal. Wir sind dann mit dem Auto reingefahren nach Tokio und der Busfahrer war der Hammer, der Typ war so witzig, der sprach so beschissenes Englisch und hat trotzdem einfach die ganze Zeit was erzählt. Das hat so Bock gemacht. Der hat immer irgendwas gesehen und dann irgendwo war eine Achterbahn, hat erzählt, das ist sowas wie Disneyland Japan und so. Es hat so Bock gemacht, mit dem Typen rumzufahren. Naja, so. Wow, ist das zugebaut. Ey, ich sag nachher noch mal was zur Größe Tokios. Kommen wir nachher noch mal. Kaputt. Mod fängt für mich nicht sinnvoll an, indem ich rausgucke und plötzlich zur Kamera gucke. Nee, überhaupt nicht. Hallo und konnichiwa. Wir sind in Tokio unterwegs. Ben und ich wurden eingeladen, uns hier mal Wolverine anzugucken und drumherum noch ein paar ganz geile Sachen zu machen. Wir sollen Schwerter schmieden und lernen noch, wie man sich gegenseitig voll auf die Mappe haut. Und wenn wir Glück haben, sind wir am Ende die krassesten Ninjas, die irgendwo rumrennen. Yes, final cuts! To the camera! Still holding, yes! Still, yes! Ihr seid natürlich immer live mit dabei. Wir nehmen so viele Kameras mit, wie wir tragen können, sodass echt aus jeder Körperöffnung was guckt. Ja, dann seid herzlich eingeladen, kommt mit und das wird, glaube ich, super geil. Bisschen süß, ne? Ich war damals auch noch so richtig, richtig unsicher vor der Kamera, dass ich halt immer so dachte,
Oh Mann, ey, scheiße, ist das lange her. Das war die beste Zeit meines Lebens diese Woche. Es ist so irgendwie, guck das wirklich mit einem weinenden Auge, weil ich so glücklich einfach war. Das war so ein geiler Trip, ey. Grinch. Das heißt erstens cringe, aber. Ja, wir gucken mal weiter. Ben und ich waren auch echt die größten Assis auf diesem Trip. Sag, wenn du läufst. Ja, heute Abend wissen wir jetzt nicht, ob wir hier noch groß was starten. Wir sind halt echt noch ganz schön gejetlaggt. Das war echt ein krasser Trip. Ich kann nicht mal so richtig einschätzen, wie lange ich eigentlich wach bin. Da ist, glaube ich, ganz wichtig. Wir haben an dem Abend, bin ich mir relativ sicher, nach der Ankunft, haben wir den Film nochmal gesehen, in so einem super krassen Director's Cut und so. Das habe ich so ein bisschen außen vor gelassen, weil wir sind angekommen, sind als erstes dahin. Ich glaube, wir sind, bevor wir zum Hotel gefahren sind, haben uns den Film angesehen, wenn ich mich nicht falsch erinnere. Und danach hatte niemand mehr Bock, irgendwas zu machen. Und Ben und ich haben halt die ganze Zeit gesagt, Alter, wir sind in Japan. Wir wollen jeden Abend bis 4 Uhr draußen rumlaufen und versuchen, so viel zu erleben, wie es geht. So. Wir haben auch diese, ich weiß nicht, ob das so ein typisches Asien-Ding ist, aber dass wirklich jedes Hochhaus an jeder Ecke so ein rotes Licht hat. Okay, da sieht man es auch besonders fast. Ja, genau, wenn du da rüber guckst. Wisst ihr, was mich ärgert? Ah, das muss ich kurz erzählen. Ich glaube, ganz viele Leute haben irgendwann in ihrem Leben so einen Punkt, wo sie merken, da ist was an mir vorbeigezogen. Und hätte der Hauke von damals den Hauke von heute getroffen, der die Leute von heute auch kennt, ich weiß gar nicht, ich kenne jetzt nicht die Welt, aber ich kenne ein paar Leute, die halt einfach anders sind, so. Hätte ich das schon, weißt du, meiner Meinung nach ist dieser Reisebericht, vielleicht bin ich da auch einfach viel zu befangen, ich finde den echt gut. Also wenn ihr euch den auch mal in Ruhe anguckt und so, ich finde den echt gut. Und Ben und ich waren ja dann auch noch mal in L.A., vielleicht können wir den sogar auch noch, aber das ist ein Rocket Beans Beitrag, das ist nicht Game One und nicht vorbei, aber ist auch echt ein guter Beitrag gewesen. Und Ben und ich waren oder sind ein echt gutes Team für Reiseberichte, glaube ich. Also ist halt auch nur mein persönliches Empfinden, so, ne? Ja. Hätte ich damals schon gerochen, dass das eine gute Idee ist, hätte ich, glaube ich, damals schon zu Leuten gehen können und sagen, hey, was haltet ihr davon, wenn wir daraus eine Show machen? Wie Ben und ich um die Welt touren und begeistert von Dingen sind. Aber naja. Man ist ja nicht mal ein Arschloch. Ich meine, ich habe eine Mülltüte eine Stunde lang rumgetragen. Mhm. Es gibt hier keine Mülleimer. Ey, ich übertreibe nicht. Es war kein einziger Mülleimer zu sehen. Ich meine, das klingt lapidar, aber ich komme da nicht drüber weg. Ey, wahrscheinlich. Der Zug sich da unten in dem Fenster. Ich muss nochmal kurz zurück. Das ist eins meiner Lieblingsbilder. Das klingt lapidar, aber ich komme. Das ist in Wirklichkeit ist das eine 2-Minuten-Einstellung. Wie ich da stehe und verzweifelt versuche, meinen kleinen Müllbeutel loszuwerden vor diesem Laden. Und ich habe irgendwann Leute gefragt, wo ein Mülleimer ist. Oh. Ich komme da nicht drüber weg. Wahrscheinlich der Zug sich da unten in dem Fenster. Ist vorbei. Das ist wahrscheinlich diese abgefahrene Technologie, die wir als Westeuropäer einfach nicht verstehen können. Die haben wahrscheinlich keine Mülleimer, die haben wahrscheinlich irgendwelche Fugen, die auf dem Fußweg sind, die dann irgendwie pink sind, wo du dreimal, zweimal drauf tapst, dann kommt dann wieder der Teufel raus, der deine Mülltüte verspeist und sich bedankt bei dir. Ey, wir sind einfach echt Riesen hier. Klar, hier gibt's auch große Japaner, aber es gibt einfach. Ja, ist ein Klischee, aber es ist halt wirklich so. Du fühlst dich einfach, als wärst du größer, weil einfach alles proportional 75% kleiner ist. So, ich meine, wir gehen in den Kiosk, holen uns irgendwie so einen dreckigen Lipton-Eistee-Kaffee. Muss ich auch mal kurz erwähnen. Das ganze Zeug, was hier steht, da waren so viele Dinge, es schmeckten wie Kaffee und waren aber gerösteter Tee. Also wir waren in so einem winzig kleinen Kiosk. Ach, ich erzähl's. Ich lass erstmal erzählen, dann sag ich noch was dazu. Also mit Karamellgeschmack war auch ganz geil. Und der packt das in so eine Tüte, dann macht er noch den Strohhalm dazu. Er dreht das für uns so, gibt mir das. Aber die Tüte war auch genauso groß, dass die Getränkepackung und der Strohhalm da reinpassen. So, das war mein allererster Japan-Abend überhaupt. Ich war davor Japan interessiert. Ich sprach 2-3 Bröckchen Japanisch. Also ich war in der Lage, irgendwie simpelste Dinge zu fragen. So, also wirklich so mikro viel. So. Und wir waren da und ich glaube, wir sind als allererstes in so einem ganz kleinen, also als wir frei rumlaufen durften, sind wir sofort in so einen kleinen 7-Eleven rein, so ein winzig kleines Ding. Kombini, sag mal, glaube ich. In so einen kleinen Kombini. So, und dann sind wir da reingegangen. Und
erstmal, die Tür ging elektrisch auf. So, es war alles war hochtechnologisiert. Ich habe mir diesen Eistee ausgesucht oder diesen Eiskaffee. Stell den hin. Der Typ geht nach unten, greift so hinter sich. Da sind so 18 Reihentüten. Nimmt eine Tüte, in die genau dieses Teil passt. Macht das da rein. In dieser Tüte war eine kleine Lasche für den Strohhalm drin. Dann hat er eine Serviette genommen und die über das Ding gelegt. Diese Tüte gemacht, so mit zwei Handgriffen oben zugebunden, mir rübergegeben. Das Ding sah aus wie ein Geschenk. Ich konnte überhaupt nicht fassen. Ja, das war mein erstes Erlebnis. Ich stand da wirklich so und dachte, wo war der Service vorher? Das muss erwähnt werden. Guckt euch das mal an. Das sind Straßenabsperrungen. Die Straßenabsperrungen sind kleine Hasen. Die sind kleine, niedliche, pinke Häschen. Wo diese Dinger durch den Bauch gehen und oben zwischen den Ohren lang. What the fuck hast du für ein Gedächtnis? Ja, Mann, das war der Trip meines Lebens. Ich kann mich an jedes scheiß Detail da erinnern. Es war so geil, ey. Und ich hoffe, man sieht noch das Nicolas Cage-Poster. Das ist auch ein absolutes Highlight. Das haben wir, glaube ich, am zweiten Abend gesehen. Das ist eigentlich eine Ansage statt. Auch was wir heute schon meinen mit dem ganzen Glas hier in diesem Business District. Ja, das ist alles sich spiegelt. Du siehst nie eine Sache, nee, nur einmal. Es sieht halt alles viel krasser dadurch aus. Da ist eine Leuchtreklame und du siehst sie einfach ungelogen viermal irgendwie. Ja, aber in deinem Blickfeld. Ja, nicht, dass genau, du umdrehen musst dafür. So, und dann sieht es halt auch alles noch krasser aus. So vom Licht ist es auch echt schön, muss man schon sagen. Also ich meine, die haben ein bisschen 2013. mehr raus, dass sie mal ein warmes Licht aufhängen. Ich meine, hier unten die Hauptstraße ist halt echt fast nicht so dieses eklige Neonlicht, außer da ist gerade eine Baustelle. Da ist Hooters Ginza. Und da sind wir auch ganz kurz reingegangen in Hooters Ginza und waren komplett... Da sitzen Familien im Hooters Ginza. Das war überhaupt nicht so ein krasser Möpseschuppen, wie man das so kennt. Das war wie so eine Familienaktivität. Ich konnte überhaupt nichts damit anfangen. Wir sind da rein, ich stand dann sofort wieder umgedreht und gegangen. Naja. Ey, ich habe die ganze Zeit drüber nach, ob ich es mal erzähle. Ich sag's jetzt einfach mal ehrlich. Zu dieser Zeit ist total spannend, das ist für mich, für meine Selbstwahrnehmung immer total interessant. In meiner Erinnerung fühlte ich mich damals fett. Weil das war so eine Zeit, in der ich echt ein Problem mit meinem Gewicht hatte davor und so. Und das ist, seitdem schwankt mein Gewicht auch immer. Im Moment bin ich ja auch wieder so ein bisschen am Abnehmen. Und wenn ihr das seht, ich bin da ein schlanker Typ. In meiner Erinnerung habe ich mich dick gefühlt. Ich hab nämlich nicht getraut, bestimmte Dinge anzuziehen, weil ich dachte, ich wäre dick. So, es ist so krass, wie man als junger Mensch manchmal ist und wie verschoben auch die Wahrnehmung von einem ist und so. Naja. So, weiter geht's. Ja? Ja, ey, es geht ein sehr beeindruckender und krasser Tag irgendwie so ein bisschen für uns zu Ende jetzt. Wir waren heute echt irgendwie 25 Stunden unterwegs gefühlt, sind jetzt noch länger wach und haben eine Menge erlebt. Ey, Tokio ist eine krasse und beeindruckende Stadt irgendwie. Es ist echt eng, echt laut, aber trotzdem leiser als deutsche Städte. Wir waren heute Abend noch in einem Restaurant, durften da irgendwie so typisch japanisch essen, war auch ganz cool und haben Wolverine so in der Vorab-Version, die Long Extra Super Mega Cut, weswegen wir auch eigentlich hier sind, gesehen. Jetzt streifen wir noch so ein bisschen durch die Stadt und versuchen irgendwie was einzufangen in der Nähe des Hotels und schauen mal, was die nächsten Abende so mehr geht, wenn wir ein bisschen ausgeschlafener sind. Ich freue mich drauf. So, das war... So, was ihr bis jetzt gesehen habt, wir sind in Tokio, ich glaube um 8 Uhr abends angekommen. Dieses letzte Bild ist, glaube ich, so um 11, 12 entstanden oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das heißt, alles, was in diesen ersten 5 Minuten passiert ist, war schon nur der erste Tag. So. So. Weiter geht's. Das ist geil, ich esse da mein Miso-Süppchen. Das war schon so ein geiler Start in den Tag, ey, immer da runter zu kommen. Ohayou gozaimasu. Nach einem interessanten, aber auch ganz geilen Frühstück schauen wir jetzt einfach mal, wie es auf dem Tokyo Tower aussieht. Viel mehr können wir jetzt gerade nicht sagen, deswegen eine kurze Mod und es folgt mehr. Damit habe ich zum ersten Mal Japan bei Tag gesehen. Ich war in dem Moment auf jeden Fall zuerst mal so, als ich davor stand, dachte ich, okay, das Ding ist kleiner, als ich dachte. Viel kleiner. Echt? Ich war total hin und weg, dass es so verdammt riesig ist. Von hier sieht es so winzig aus. Wenn du das Ding von hier siehst, finde ich, sieht es viel riesiger aus. Ach genau, das war die Kamera, die habe ich mir irgendwann mal gekauft. Die war...
das ist, das Ding an sich ist nicht geil. Die ist jetzt auch uralt natürlich. Also sie ist jetzt eine 5 Jahre alte Kamera, die damals auch schon nicht krass teuer war. Aber die hatte einen ziemlich geilen Zoom, fand ich damals. Und jetzt sieht man, jetzt denke ich mir, okay, übrigens, wir sind gerade auf dem Tokyo Tower. Leider fehlen hier die Bilder von unten. Falls ihr euch fragt, wo sind die Typen jetzt? Das war der Tokyo Tower, den ihr eben von unten gesehen habt. Da sind wir jetzt oben drauf. Beeindruckendes Teil, ganz cool, ist so eine typische Touristenattraktion. War jetzt für mich nicht das Erste, was ich sehen wollte, wird aber ganz geil im Kontext dessen, was man gleich noch sieht. So, jetzt. Ich war völlig fasziniert davon, dass da unten alleine ein Typ steht, in Central Tokyo, auf so einem riesigen Platz. Ich konnte das nicht fassen, dass da ein Typ ganz alleine steht. Danke übrigens an der Kurti, der ist nämlich Tier 1-Sub für 3 Monate jetzt schon, schreibt schon 3 Jahre, das sind 6 Mark. Und MTK Max hat auch resubscribed mit Tier 1 für 3 Monate. Vielen Dank an euch beide. Ich weiß es sehr zu schätzen. Sau beeindruckend, ey. Man sieht halt hinten aus dem Fenster, ich hoffe mal, das kommt auf den Bildern nachher irgendwie ein bisschen rüber, auch unser Hotel. Man sieht den Fluss, den wir von unserem... Das ist so geil, warte kurz. Das muss ich erzählen. Ben und ich hatten den Plan gemacht, dass ich mich hier hinstelle und winke. Und wir haben vergessen, die Gegenaufnahme zu machen. Und er hat es trotzdem reingeschnitten. Er hat einfach reingeschnitten, wie ich so zu unserem Hotel winke, wie so ein Vollidiot, ey. ...am Fenster aussehen... Ey, und es ist einfach echt krass. Wir haben halt eine Menge erfahren, dass hier irgendwie $6 Millionen kostet, den Turm alle 5 Jahre neu zu streichen. Es wackelt echt saumäßig, man merkt es auch. Dann kommen wir gleich noch auf eine Ebene, wo irgendwie ein Glasfloor ist. Das filmen wir garantiert auch mit. Und hier ist ein Shinto-Schrein, an dem man irgendwie die Wünsche abgeben darf. Und man gibt eher Wünsche ab, dass der Börsenkurs steigt. Ey, es sind so viele Informationen und die Aussicht ist einfach nur beeindruckend. Egal in welche Richtung man guckt, man sieht einfach nur Stadt. Und... cool ist halt auch echt, man sieht schon die Viertel, wo wir jetzt in den nächsten Tagen so hingehen wollen. Da hinten ist Shinjuku, so der Business District. Und hier unten ist dann irgendwo Roppongi und Akihabara. Es ist einfach echt beeindruckend. Ein kleiner Fun Fact. Danke übrigens an Matt Maddis für den Prime Sub und danke auch an Heretic und Matt Maddis für den Follow, die sofort auf meine Aufforderung eingegangen sind. Ben hat richtig krasse Flug- und Höhenangst. Seine Flugangst überwindet er, indem er halt einfach versucht, sich abzulenken während des Starts. Seine Höhenangst ist schon schwierig. Und ihr seht gleich, dass ich ein ziemlicher Arsch sein kann, glaube ich, weil Ben jetzt sich echt überwindet. Das ist hier drin, ja. Ben traut sich jetzt auf diese Scheibe. Ich bin doch fett, ich habe Angst, dass ich da runterfalle. Und ich gehe sofort mit drauf. Oh Gott. Ah, fuck, das ist nicht drin. Einmal geht er halt drauf und sieht mich nicht und ich komme von hinten an und springe echt so mit beiden Beinen mit voller Power auf diese Scheibe. Weil mir ja klar war, die hält eh. So. Ben hat sich so erschrocken, ey. Es tat mir so leid, ey. Vor gar nichts Angst. Ja, wenn wir zusammen drauf rum, dann darf man alles klar. Das macht mir nicht, Alter. Du lachst dem Tod ins Gesicht. Noch was. Wir haben den Roboter. Den Roboter haben wir übrigens noch kaputt gemacht. Fuck, jetzt mein Kopfhörer ist leer. Da sind sie wieder. Den haben wir irgendwie ein bisschen, ich weiß auch nicht, wir haben da so lange drauf rumgedrückt, bis das Ding nur noch gegen die Ecke gefahren ist. Ja, wir waren schon alles zu begeistert. Sound nehme ich natürlich mit auf, Ben. Sir Shake-a-Lot am Kamerahebel. Oh, das ist so cringe. Pass ich nicht rein. Schade, Ben, aber das passt hier. This is profoundly disturbing. Ey, ich habe leider ihren Namen vergessen. Sollte ich irgendwie die Möglichkeit haben, nochmal mit der zu reden. Neuseeländerin bin ich mir ziemlich sicher. Hat damals für IGN gearbeitet. Boah, die war so nett, ey. Richtig, wir haben so viel mit der rumgegangen. Das hat so Bock gemacht. Und ihr werdet gleich noch eine Person sehen. Ich muss gleich den Namen nachgucken, sonst drehe ich durch. Vielleicht sagen wir den Namen auch noch. Ein Italiener, der das halbe Jahr in Tokio wohnt und das halbe Jahr in Italien. Richtig netter Typ, der hat uns so viel von der Stadt gezeigt und erzählt nachher noch. Der war halt in der Runde und irgendwie wollten die anderen mit ihm gar nicht so rumhängen und so. Ja. Keine Ahnung, der war ein super Typ. Fun Fact übrigens, dieser Alarm, den ihr eben gehört habt, der lief in Wirklichkeit 4 Minuten oder so. Das war der Erdbebenalarm. Während wir in Tokio waren, waren 3 Erdbeben. Ich habe alle 3 nicht mitbekommen. Also das erste habe ich verschlafen. Das war wohl relativ so, da hat richtig das Gebäude gewackelt. Das Hotel, da hatte ich einen Jetlag, habe komplett durchgepennt. Ja. Oh Gott, ja. Ich habe es fast vergessen. Das Logo von diesem Turm war ein Buttplug.
Ey, wir haben das alles, ey, es gab, fuck, ich muss Ben mal fragen, ob er irgendwo noch diese Uncut. Was ihr hier seht, ist eine geschnittene Version dieses Beitrags. Es gibt davon einen Uncut, der ist 45 Minuten und darin sind alle Szenen, wie ich besoffen durch Tokio pöbel. Die sind so übel. Da sind Szenen drin, wo ich meinen Arsch an die Glasscheibe drücke und so im Hotel wieder. Wo ich dann meinte, ey, alter Ben, das können wir nicht so auf die Homepage hochladen. Da müssen ein bisschen, und dann hat er es einfach angespeedet. Es kommt nachher so eine Sequenz und so. Jedenfalls, das ist das Buttplug-Logo. Und wir haben uns seit 10 Minuten darüber totgelacht, dass das Buttplug. Ich habe so ein Ding gekauft. Fuck, was habe ich denn damit gemacht? Ich glaube, das habe ich Anni geschenkt. Das Buttplug-Kuscheltier. Also ich habe ihr auf jeden Fall super viel mitgebracht. Ich habe auch so ein Kuscheltier mitgebracht. Ey, und dann, ja, sind wir halt runter. Also ich meine, da kann man jetzt nicht mehr so viel drüber sagen, außer dass das Logo ein Buttplug war. Überall ist dieses Buttplug-Logo. Und das eine hat ein Pflaster auf der Stirn, ey. Da kann man so viele dumme Witze draus machen. Ah, hier. Da sieht man unsere Reisegruppe mal so ein bisschen. Da. Das ist der Kollege aus Italien, mit dem wir nachher noch ganz viel rumgezogen sind. Fuck, wie hieß er denn noch? Francesco Fondi. Bin ich mir ziemlich sicher, dass er so heißt. Der Kollege ist aus den USA, auch super netter, witziger Typ. Sie weiß ich leider nicht mehr. Er ist, glaube ich, Brite. Ich glaube, das ist der mit dem krassen, oder ist es der Spanier? Nee, dahinter ist der Brite. Der absolut krassesten Oberkörper hat, sich nachher wie Wolverine verkleidet und dann auch wirklich aussieht wie Wolverine. Die Neuseeländerin ist hier. Und dann waren wir bei dem Shinto-Tempel. Und da fand ich halt super krass, der ist einfach daneben. Ja, dieser ich hoffe, man sieht das hier. Wartet. So. In diesem Shinto-Tempel liegen die quasi Begründer des heutigen Japans. Also da liegen Teile oder da liegt die Tokugawa-Familie beerdigt. Ich will jetzt gar nicht so weit in die japanische Geschichte, weil ich auch nicht mehr fit genug damit bin. Das fand ich so beeindruckend. Wir stehen neben dem Tokyo Tower, einem so der modernen Elemente dieser Stadt irgendwie. Also dem modernen Wahrzeichen. Und direkt daneben ist diese Tempelanlage. Und das war irgendwie auch total beeindruckend, weil, also erstmal, dieser Tempel ist nicht immer offen. Gerade diese Grabstätte darf nicht jeder immer besuchen. Das war ein ziemlicher Glücksfall, dass wir da überhaupt rein durften. Ja. Das war richtig, richtig geil, ey. Oh, das sieht nicht hübsch aus. Die haben es irgendwann angestrichen in schönen Farben und so und haben es restauriert und so, weil es ja Teil der Tradition hier geworden ist. Ey, wisst ihr, was mir gerade eingefallen ist? Wenn ich wirklich nach Tokio gehe, ich glaube, ein Teil ist Livestreaming cool, aber ich glaube, es wird auch einfach ein Teil geben, wo es vielleicht sinnvoll ist. Ja, wobei doch, ich kann es ja live streamen und danach mir wirklich einen Kameramann, eine Kamera, also einen Cutter oder Cutterin holen, der ich sage, ey, hier hast du Kohle, schneid das mal nochmal cool zusammen zu einem coolen Reisebericht. Einfach jeden Tag so ein bisschen. Ich glaube, das macht schon Sinn. Ja, so. Tokugawa Ieyasu, ja, genau. Also, ohne Scheiß, super beeindruckend. Aber das sieht eigentlich überhaupt nicht hübsch aus. Sag, wenn du läufst. Machen wir nochmal. Ey, man mag es kaum glauben, aber es ist ernsthaft genau der Tempel, in dem dafür gebetet wird, dass die Wolverine Blu-ray ein Erfolg wird. Und es ist kein Scherz. Ja, ach, ich zeig's erst. Ich bin mir nicht sicher, ob das für die was Albernes war oder nicht. So, ich glaube, das. Also. Wir haben uns wirklich eine 20-minütige, erstmal ganz spannend, hier hinten sieht man sie zum ersten Mal, das ist ein japanisches Kamerateam vom japanischen Regionalfernsehen, das uns die komplette Zeit gefolgt ist. Ihr werdet die so gut wie nie sehen. Die waren immer 50 Meter weiter. Ich habe die kaum gesehen. Die haben so krass gearbeitet. Alter, so, dann nochmal wichtig. Weil ihr euch jetzt wundert, weil ich darüber lache. Wir haben da wirklich für den Erfolg der DVD gebetet. Das war für mich sehr befremdlich. Und ich bin wirklich offen für sowas. Aber es war für mich einfach erstens befremdlich, das zu tun, ohne zu wissen, was ich da eigentlich tue. Und die hatten eine Zusammenstellung an Instrumenten. Und Ben hat irgendwann, glaube ich, als Witz, ich weiß nicht, ob es ein Video ist, als Witz gesagt, das wirkt gerade ein bisschen, als ob die sich zusammengesetzt haben, sich die lustigsten Instrumente ausgedacht haben, die gehen, und gucken, wie weit können die gehen, ohne dass wir lachen. Das ist nicht so schlimm. Ich glaube, das ist, als ich sie gefragt habe, den Guide, meinte sie, nee, das ist echt sowas völlig normal Japanisches. Du kannst auch hingehen und sagen, ey, ich hoffe, dass ein Fernseher, den ich mir wünsche, bald billig wird. Das ist da nicht drin, Alter, weil irgendwie da waren so Trillen, so
und der andere hatte so ein Instrument, das irgendwie so gemacht hat. Und währenddessen haben die halt diese Gebetsdinger aufgesagt. Und irgendwann musste man einfach schmunzeln. So, weil halt einfach dann irgendwie dabei jemand steht, oh no, 20th Century Fox, so. Und das war so eine skurrile Situation. Diese komplette Gebetsmannschaft in voller Montur, die da steht und ganz ernsthaft für den Erfolg dieser DVD betet, während da vier Mönche sitzen und die lustigsten Instrumente der Welt spielen. So. Übrigens Räucherstäbe. Oh, hier übrigens etwas, ich sag's jetzt einfach mal offen, weil wir im Nachhinein uns das sehr bereut haben. Was wir hier hinten gefilmt haben, da reden wir gleich nochmal drüber, sind Bodhisattvin und eigentlich sollte man das nicht filmen. Diese Figuren stehen für, ich glaube, für tote, ungeborene Kinder quasi. Das wird gleich nochmal erklärt. Also sehr, sehr, sehr tragisch und sehr beeindruckend, wenn man da so vorstand, weil da sind wirklich hunderte dieser Statuen. Und jede dieser Statuen ist quasi gerade einem Kind gewidmet, so, das leider verstorben ist. Also wir wussten zu dem Zeitpunkt nicht, was es ist. Deswegen haben wir, nachher tat es uns sehr leid. Das ist halt quasi echt, wenn Babys sterben, holt man sich da so ein Ding als Andenken. Deswegen sollten wir die auch nicht mit Namen filmen und so. Ja, genau. Und hier hat Ben es nämlich richtig gemacht und hat es so gefilmt, dass man die Namen nicht sieht. Und dann irgendwann später wird es auffallen, dass diese Szene noch drin ist. Die hier, wo man theoretisch, wenn man nur sehr gute Augen hat, auf diesen Becherchen stehen die Namen. Ben hatte Loch im Schuh, stimmt. Das ist halt quasi echt, wenn Babys sterben, holt man sich da so ein Ding als an. Das gehört sich halt nicht. Tat uns sehr, sehr leid. Deswegen sollten wir die auch nicht mit Namen filmen und so. Ja, genau. Ben. Auch sehr cool. Vorne in dieser Tempel war eine ganze Tempelanlage und wir durften in einen Bereich, in den vorher niemand durfte, weil da sollte ursprünglich ein Teil des Films gedreht werden. Darum waren wir da auch. Da wurde ein Teil des Films dann gedreht. Genau. Und darum durften wir uns da auch was angucken. Danke übrigens an Slayonara und an Feuerschatten. Beide haben mit Prime gesubbt. Vielen, vielen Dank. Waren wir halt da oben drin und sie haben uns halt echt gesagt, okay, das ist ein Ort, wo wir noch nie waren. Da waren ja dann diese 13 Statuen oder 12 oder 13, ich weiß gar nicht mehr, die so die Stufen der Erleuchtung zeigen. Ich weiß, als ich das erste Mal gesehen habe, meine ich ja noch zu dir, sind das alles irgendwelche bekannten Mönche, die halt so eine Charaktereigenschaft. Aber wenn man es dann verfolgt hat, war es wirklich so von Wut über irgendwie so Weinen zu Lachen zu. Seht ihr das? Der lacht halt so spannend wieder und es war halt echt. Der lehnt sich halt so schön. So eine Reise, es war schon ganz cool gedacht. Und so, also es war total spannend. Man konnte halt an diesen Statuen so die Stufen der Erleuchtung sehen und in der Mitte saß halt Buddha. Auch dieser Bodhisattva, diese kleinen Buddhas, die neben dem Hauptbuddha sind. Die haben nicht ganz so erleuchtet. So hießen ja diese kleinen Kinder auch, die halt quasi sagt, die haben Erleuchtung erlangt, denn sie waren so unschuldig irgendwie. Aber sie werden kein Buddha, denn die komplette Erleuchtung haben sie nicht. Ach genau, da hatte ich irgendwie so ein. Es war so geil. Ein kleines Mädchen und Ben wollte das filmen. Und dann bin ich halt hingegangen und die hatte irgendwie so, also es waren mehrere kleine Mädchen und die Mütter dabei und die hatten so voll schöne Kimonos an und so. Und dann bin ich halt kurz hin und meinte so, ey, da, kurz einen Moment, darf ich ein Foto machen? Und Ben hat mich nur verarscht damit. Die ganze Zeit so, dass ich halt, du kannst also Japanisch, krasser Typ und so. Das ist ein Assi, ey. Moment bitte noch, weil der nur Kawaii ist. Kawaii ist eigentlich süß, aber bei denen ist das echt eher. Wie gut Hauke ohne Bart aussieht. Ey, hört auf, ja? Da sehe ich nur gut aus, weil ich noch jung bin und schlank. Wenn ich jetzt wieder abgenommen habe, mache ich den Bart entweder weg, weil dann nur mein dickes Kinn versteckt, oder vielleicht mache ich mir wirklich irgendwann den Bart mal wieder weg. Oder mache ich ihn so kurz und dann sieht man. Wobei ich habe den zwischendurch mal wieder so kurz gehabt und sah einfach scheiße aus. Also wie sweet. Wenn dann war ich jetzt halt cool oder. Aber es war auf jeden Fall echt dieser ganze Tempel und auch diese Bento-Boxen, das ist halt, war echt geil. Also es ist halt sowas typisch Japanisches. Ja, das Essen war super, es war auch wieder lustige Farben, lustiger Geschmack, das war echt was ganz Neues gemacht. Oh, war das geil, ey. Die war so lecker, diese Bento-Box. Ganz lustig ist, die haben, eigentlich ist das hier eine Umeboshi, also eine eingelegte Pflaume. Das haben sie bei uns ersetzt durch eine Traube, weil die meisten Westler das nicht mögen. Voll auch einfach ohne Ende, voll gemacht, ey. Ja, aber was sie mich. Und wegen so einem Tipp, solltet ihr mal in einem Feinkostladen sein, in dem es japanische Sachen gibt, Umeboshi. Versucht euch das mal zu merken. Meine Meinung ist, das sollte man mal gegessen haben. Ich habe vorher noch nichts gegessen, das so schmeckt. Und das finde ich immer spannend, wenn irgendwas ganz anders schmeckt. Ich mag's und ich finde es auch ganz lecker. Aber ich kann jetzt verstehen, wenn man es nicht mag. So.
immer noch beeindruckend finde, dieses Ding, dass sie halt einfach, du hast neue Geschmäcker auf deiner Zunge, die du halt wirklich nicht zuordnen kannst. Sie haben mich auch noch gefragt, von wegen, was würdest du schätzen, was das ist? Also ich kann es nicht sagen, weil der Geschmack ist mir völlig fremd. So. Also krass, ey, Ben hat das auch cool, Ben hat so eine vegetarische Box und alles da drin war irgendwie eingelegt und so, voll geil. Und das ist nämlich auch so ein Moment, der so schade war, weil da lief natürlich die Kamera nicht und uns gegenüber saßen zwei der Mädels, die von dem japanischen Team waren, mit denen wir eigentlich kaum gesprochen haben. Und zum ersten Mal kam so ein kurzes Gespräch zustande eigentlich mit denen. Und das war so spannend, weil man so viel darüber erfahren hat, was die auch, wie die uns sehen und so, also wie die uns als Gruppe gesehen haben, nicht jetzt uns als allgemein, sondern wie die uns als Gruppe gesehen haben und so. Und das irgendwie, die fanden das auch total spannend, wie wir das Essen gerade wahrnehmen und so. Also ich muss ehrlich sagen, für mich war so faszinierend, in einer Kultur zu sein, die so stolz darauf ist, was sie selber zu bieten hat und so ein hohes Interesse einfach daran zeigt, wie du sie empfindest. Also das war die häufigste Frage, die ich gehört habe, wie mir irgendwas gefällt und immer wieder auch ehrlich nachgefragt, wie mir was gefällt. So klar, es wird auch so ein bisschen Höflichkeit, dass ich natürlich sagen muss, ist gut, ist lecker und so. Aber es war schon sau spannend, irgendwie wirklich vor jemandem zu stehen, der die ganze Zeit ein Interesse daran hat, mein Feedback auf seine Umwelt zu hören. So. Was? Oreo, Mentori, Centauri, Foxtrot. Soll ich nochmal kurz erwähnen. Jedes Mal, wenn wir angehalten sind, um was zu filmen, waren die anderen mega angepisst. Ich weiß auch nicht, warum. Irgendwie war das nicht so vorgesehen. Wir waren die Einzigen, die so einen Reisebericht. Wir waren auch die Einzigen, glaube ich. Ja, nein, wir waren die Einzigen, die zu zweit da waren. Wir waren die Einzigen, die durchgebracht haben, Kameramann mitzunehmen. Alle anderen waren halt alleine da und konnten halt nur so Selfie-mäßig filmen. Und das war damals... Es klingt jetzt so dumm, aber das war in Deutschland noch nicht so verbreitet 2013, so selbstverständlich. Für mich oder für uns war es noch nicht so selbstverständlich, dass man sich selber filmt. So. So, ich versuche mal mit dem bisschen Moderationstalent, das wir mitgebracht haben, so irgendwie ein paar coole Worte zu dem zu. Fun Fact: Die Jacke finde ich so geil, die ist später kaputt gegangen. Ich war so sauer, dass ich nicht wiedergekriegt habe. Erzählen, was wir uns so angucken durften. Und zwar waren wir ja eben da hinten in dem Shinto-Schrein und haben auch Bilder davon, wie wir da dann wirklich so quasi live einen richtigen Gottesdienst mitmachen durften, wenn man das so nennen darf. Es war auf jeden Fall echt interessant, allein wegen der Instrumente. Oh Mann, ich muss echt abnehmen. So gut sehe ich aus, wenn ich schlank bin oder was? Das ist ja widerwärtig. Das sind diese Instrumente. Und das ganze Gebäude gehört eben, wie man an den Blättern draußen dann erkennt, das ist nämlich das ehemalige Wappen bzw. das heutige Wappen der Tokugawa-Familie. Und der... Ist das ein Viva-Logo? Ja klar, wir sind doch, damals war MTV gerade zu Viva geworden. Und wir wurden gezwungen, diese Viva-Popschützer mit Popschützen zu nehmen. Der Schirmherr der Familie Tokugawa Ieyasu... Welche Marke ist das denn? Es war eine H&M-Jacke. Dementsprechend natürlich auch nicht möglich, das Ding nochmal zu kriegen. Den Namen haben wir heute auch bestimmt schon 20 Mal gehört. Der hat quasi in der Edo-Zeit Japan so begründet, wie es heute besteht. Und wir durften dann auch noch dahinter in so einen Bereich, wo man normalerweise nicht hin darf. Das ist eben die Grabstätte. Und da war echt ein krasser Kontrast einfach, dass man im Hintergrund quasi den Tokyo Tower sehen konnte. Und vorne diese Gräber, die dann, was weiß ich, wie viele hundert Jahre alt sind mittlerweile. Und danach waren wir dann noch hier im Hauptgebäude. War auch fast noch beeindruckender, weil es... Einfach der Boden ist so blank poliert, dass irgendwie man sich in seiner Spiegelung nochmal spiegeln kann. Und wir sind dann noch übers Gelände hier gelaufen. Da hinten ist so eine Art Eingangstor und da ist der Kontrast wirklich noch krasser. Man sieht durch dieses Tor quasi echt komplett eine Hauptstraße runter. Da wurde uns auch erzählt, da sollte Wolverine eigentlich auch mal geschossen werden. Nur das. Das sieht man hier leider nicht. Ist auch so schade. Wir sind hier nach. Wurde da. Sieht man die da? Nicht. Ah, shit, oder? Eine Hauptstraße runter, da wurde uns auch erzählt, da sollte Wolverine. Wir sind da gerade hochgelaufen und haben uns da so gerade hochgequält. Da unten, da sieht man sie. Da ist das japanische Kamerateam. Alter, da waren 15 Sekunden Zeit. Ich konnte nicht mal so schnell gucken, wie die da rüber geflitzt sind. Und irgendwie dann gehen wir nämlich rein, kommen wieder raus und auf einmal stehen die da ganz hinten. Und das sind wirklich immer so 10 Sekunden und die sind komplett aufgebaut. Wenn wir so arbeiten würden, da würden 18 Reiseberichte bei rumkommen. Werden. Nur das. Ja, da war übrigens ganz spannend. Wir sind nachher hier noch ein bisschen runtergelaufen. Hier ist wirklich. Komplett, da ist so krass was los. Also eine richtig belebte Straße. Wurde dann nichts, weil die Polizei das nicht wollte. Und kurz darauf waren wir dann in so einer Art Bibliothek, in der dann eben so eine Art Gebetskreisel war, den man drehen konnte. Und da war einfach krass. Das Ding wurde halt auch vor ein paar hundert Jahren, ich glaube 300 Jahre, hat sie gesagt. Das war auch krass. Also es wurde halt in diesem Raum gebaut, ohne irgendwelche Präzisionswerkzeuge. Und man kann es als einzelner Mensch wirklich drehen. Man sieht, glaube ich, leider nicht, wie groß das Ding ist. Ihr müsst euch das wirklich vorstellen. Ihr steht vor was, das ist so groß wie zwei Autos zusammengeklebt. Und ihr konntet das anfassen und nur mit Muskelkraft drehen. Und das wurde halt vor irgendwie ein paar hundert Jahren gebaut. Also ich war so beeindruckt davon, ey. Dann geil fand ich, nach diesem Tempel sind wir dann erstmal wieder nach Hause. Und dann sind wir eigentlich so für mich zu der geilsten Sache, die wir unternommen haben, mit. Also es ist so die...
zieht Hauke nach Japan sofort, wenn ich könnte. Sollte zufällig jemand von euch in Japan leben und noch Mitbewohner suchen? Zwei, das, die eins kommen wir gleich noch zu. Also das war dieser Riverboat-Trip. Einfach, dass wir dann da ankamen und irgendwie jetzt keiner gesagt hat, dass diese beiden Rila Fukushima und Tao Okamoto dabei sind. Einfach. Naja, das hat niemand gesagt, aber du hast total vergessen, dass wir vorher noch ein Samurai-Training gemacht haben. Ach klar, Mann, logisch, in dem Tempel. Das Interview war leider von mir echt schwach, ey. Sagen wir es gleich mal? Ich hätte meinen Judo-Anzug mitnehmen sollen, da hätte ich mich nicht zum Affen machen können. Wir hatten diese Bussitz-Anzüge an. Der Typ hier vorne, das ist der Stuntman vom verfickten grünen Power Ranger. Der Typ hat den grünen Power Ranger gespielt in der Originalserie, in den Stunt-Szenen. Nur geil, ey. Mann, ey, als er das erzählt hat, ich konnte wirklich nicht fassen, mit welchem absoluten Obermacker ich da rumstehe. Und der hier rechts hat in Wolverine mitgespielt. Die beiden sind die Haupt-Stunt-Koordinatoren für den Film gewesen. Und die müssen den Scheiß 10-mal hintereinander machen. Und die haben beim 10. Mal immer noch genau dieselbe Freude in den Augen. So. Das ist, wie die das abrufen können, so, ohne dass denen das den öde wird. So. Das ist einfach mega, mega guter Typ, ey. Der war auch richtig cool. Der tritt in meine Nüsse. Habe ich ihn gefragt, ob er mir bitte sehr schlecht in die Eier treten kann. Das ist echt los. Man kann heulen, ich war so glücklich, ey. War so eine geile Zeit, ey. Also es war wirklich, ich konnte nicht fassen, was für ein Glück ich einfach hab. Also ich habe wirklich zu der Zeit gedacht, ich bin der scheiß glücklichste Mensch auf diesem Planeten. Dass ich sowas beruflich machen kann. An so einen Ort fahren, das erleben mit den Leuten und so. Ich konnte das echt nicht fassen. Wie die alle übereinander liegen, so als ob ich die besiegt hätte. Kriegst du bestimmt Sorge. Ey, ich kann dir auch fragen. Das ist so geil. Er hier, ne? Er sieht aus, als ob er dazugehört. Das ist der britische Kollege. Der war einfach von der britischen Seite. Der sah einfach so aus. Ja, wir sind gerade mit dem Kampftraining fertig, mit dem grünen Power Ranger. Ja, und das ist kein Scherz. Der Manga war echt der grüne Power Ranger. Und um es mal irgendwie so vornehmen, wie ich es ausdrücken kann, zu sagen, das war mal oberscheißgeil. Also es hat halt echt sau viel Spaß gemacht, auch so mit den Schwertern. Und wir haben halt beigebracht gekriegt, wie man wirklich ein Schwert zieht und wie Mila Jovovich ein Schwert zieht. So, es gibt halt einen geil aussehenden Weg, das hat er auch ehrlich gesagt, und es gibt einen richtigen Weg. Und der richtige Weg ist coolerweise irgendwie genauso, wie sich's falsch anfühlt. Also alles, was man so aus Instinkt tun würde mit dem Schwert, ist falsch. Erstmal, man dreht's andersrum, man hält's anders, man zieht's anders raus. Und gerade das ist halt irgendwie so cool, weil wenn man's dann draus hat, rafft man auch, warum an vielen Ecken sowas so gemacht wird. Und sowieso ist das Schwert an sich schon geil. Also ganz ehrlich, mit dem Schwert rumlaufen ist sowieso schon der Hammer. Und wir hatten dann auch noch diese Outfits an, auch wenn die ein bisschen aussahen wie Bussitzbezüge. War es insgesamt echt eine super coole Erfahrung. Die Leute haben richtig Spaß gemacht, auch so das Wolverine-Double in dem Moment. Und das Interview hinterher war halt auch echt eine coole Erfahrung. Und jetzt fahren wir, glaube ich, zurück zum Hotel, kriegen nochmal weitere japanische Schnabulanzien. Ach ja, wir haben auch noch eine richtig coole Bento-Box gegessen aus irgendeinem super schicken Restaurant, soweit mir gesagt wurde. Und ich glaube, mehr kann ich im Moment gerade nicht dazu sagen, weil ich auch ziemlich müde bin und ziemlich dringend ein Bier trinken möchte. Also, das war übrigens unser zweiter Tag. Eigentlich war das unser erster richtiger Tag, weil am Ende sind wir später angekommen. Ihr merkt jetzt schon, welche Begeisterung langsam in mir hochkocht. Und ich sag mal, wir haben noch nicht mal die Hälfte der geilen Sachen gemacht. Ja, ey, aber dann so nach dem Kampftrinken, dann war endlich der Riverboat-Trip. So. Haben die gutes Bier dort? Ja, die haben da gutes Bier. So. Aber ich lass erstmal laufen und dann erzähl ich was dazu. Und der war halt super geil einfach. Musik.
Ey, der Typ da hinten, ne, der war auch ein Pressevertreter. Scheiße, sah der Typ geil aus, dieses dumme Schwein. Der hat die ganze Zeit mit den Models geredet. So, ich sag's jetzt einmal. Also, wir sind mit einer Bune, so heißt ein Flachschiff quasi, sind wir in den Tokioda Hafen gefahren, haben da gegessen, getrunken. Mit dabei waren Rila Fukushima und Tao Okamoto, die beiden Profi-Models, die in dem Film mitgespielt haben. Das heißt, wir haben mit wirklichen Stars da gesessen. Die waren auch echt nett, wobei ich mit der Mila, glaube ich, wesentlich besser klarkam. Also echt. So, dann wichtig ist, hier zu sagen, ich glaube, man hat manchmal im Leben so Momente, wo man, während man da steht, schon weiß, das ist ein Moment, den werde ich irgendwann meinen Enkeln erzählen. So. Und das war so ein Moment. Ich stand da in dieser monströsen Stadt, überall um mich rum Lichter, mit Fernsehstars und Models, ess irgendwie super teures Sushi, trink Sake und lass mir von einem Italiener, der in Japan lebt, was darüber erzählen, wie es ist, in Japan zu leben, während auf der anderen Seite das Model mir erzählt, wie es ist, als Japanerin in Hollywood unterwegs zu sein und so. Das ist so ein krasser Moment, ey. So, wir sind jetzt hier im Tokioter Hafen auf einer Bune, so heißt es, glaube ich, auf Deutsch, so ein hübsches Flachboot hier. Und Essen hier, es ist echt, das Essen ist wieder mal großartig. Es gibt halt irgendwie so Sushi-like einfach Fisch mit Reis und es gibt Tempura dazu, also quasi mit so Teig überbacken. Und Rila Fukushima und Tao Okamoto sind unten und wir wollen da jetzt nicht total... Oh, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob Rila Fukushima ihren Namen geändert hat danach. Kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Ich reinfilme, aber wir machen es gleich nochmal unauffällig bestimmt. Und es ist halt echt wieder total beeindruckend. Ben dreht hier gleich garantiert nochmal eine Runde mit der Kamera und ich weiß, ich wiederhole mich, aber die Stadt ist einfach krass. Und gerade im Dunkeln sieht man es halt noch mehr und es ist einfach super gemütlich in dem Schiff. Alle sitzen halt so leicht irgendwie tiefer. Man sitzt quasi auf dem Boden, hat aber so eine Nische für die Füße. Und wir haben echt einen netten Italiener kennengelernt, der hier schon ein bisschen lebt und uns ein bisschen was erzählen kann, was dann so was ist und wie hier was aussieht. Und ich bin einfach durchweg beeindruckt. Ich lese die ganze Zeit den Chat nebenbei. Ich wollte nur mal laufen lassen. Ben hielt es für nötig, auf dem Schiff das Klo zu filmen. Das war übrigens mein beeindrucktes Gesicht. Da haben wir, glaube ich, zum ersten Mal mit Francesco geredet. Also davor haben wir gar nicht so mit ihm nicht so ins Gespräch gekommen. Da haben wir zum ersten Mal gerafft, saunetter Typ. Geil, ich mal dir was machen. Dass der Männchen vergessen hat. Hier sind nämlich schon, hier sitzt, ich meine, das wirklich nicht so böse, wie das jetzt klingt. Hier sitzt die Clique der Briten. Und an diesem Trip war so krass, sie war die aus Neuseeland, er war Brite. Die Briten waren alle die ganze Zeit unbeeindruckt, von allem. Die fanden nichts auch nur annähernd so cool wie ich. So. Die saßen da die ganze Zeit und waren unbeeindruckt. Pausenlos. So. Darum fiel uns das teilweise echt schon. Also mit ihm kamen wir super klar. So. Und die waren auch alle nett, aber so, ja, sie war so ein bisschen geht so. Aber naja, wir kamen halt echt nicht so gut miteinander klar, weil wir wollten das so aufsaugen. Wir wollten halt was machen. Wir saßen hier in der Hotellobby und haben die ganze Zeit gesagt, ja, wann wollen wir denn los? Und die so, ja, lass mal Karaoke machen. Wo ist denn der nächste Laden? Und dann wollten die sich ins Taxi setzen, zu diesem Karaoke-Schuppen fahren und dann wieder zurückkommen. Und die so, ey, nee, lass doch laufen oder einen Bus nehmen oder so. Wir wollen was von der Stadt sehen. Also, die wollten alle so cool suggerieren, dass das für sie alles gar nichts Besonderes ist. Und das war für manche auch so. Er war, glaube ich, von was richtig, der war irgendwie von der Sun oder so. Also wirklich von was Krassem. Das war auch nicht sein erster Japan-Trip und so. Aber ich wollte nicht so tun. Für mich war das was Besonderes. Ich brauchte niemandem vormachen, dass das irgendwie nicht krass für mich ist. So. Für mich war das ein arschgeiler Trip. Das war eine einmalige Gelegenheit. Und das sind, so sind Ben und ich da halt rumgelaufen. Sondern irgendwann sind wir halt hier hinten. Da sieht man, ich sitze hier schon bei diesem Francesco. Den die übrigens die ganze Zeit ausgegrenzt haben. Ich weiß nicht genau, warum. Irgendwie mochten die den alle nicht. Ja, ey, wir wollten halt das eigentlich nur nach Shinjuku rübergehen. Ne? Und ja, dachten so, okay, wir gehen hier einfach mal ins Viertel. Shinbashi, sorry, Shinjuku ist ein ganz Stück weg. Wir wollten so nach Shinbashi rüber und das ist so eine Art, am Montag ist da halt mehr los. Das war das, wo wir am Anfang spazieren waren. Und ja, so after hour drinking. Ey, und dann war richtig was los. Ich warte schon mal vor. Hier sind wir mit Francesco losgegangen. Oh Mann, ich muss dem unbedingt schreiben. Ich habe den, glaube ich, noch auf Facebook. Ich muss dem echt, wenn ich nach Japan gehe, unbedingt schreiben und sagen, ey, lass mal ein Bier zusammen trinken gehen, erinnerst du dich noch? So. Und wir haben an diesem Abend, den sehen wir jetzt auch gleich, noch jemanden kennengelernt. Ich muss das immer dazu erzählen, weil wir haben so viel nicht einfangen können in diesem Beitrag. Das war die erste Kneipe, in die wir gegangen sind. Wir kommen da also rein. Die ganze Kneipe ist voll. Nirgendwo ist Platz. So, ne? Und ich
Das ist kein Spaß. Ihr lauft in Tokio abends über Straßen und euch sprechen Leute an, ob die Fotos mit euch machen können und so als Westler. Das passiert einfach so. Und dann sind wir halt in diese Bar gekommen, alles sitzt voll, so, und wir gucken so ein bisschen verloren, wissen nicht, wohin mit uns. Auf einmal steht ein Pärchen auf, also ein junges japanisches Pärchen, kommt auf uns zu und sagt uns auf Englisch, ey, wenn ihr sitzen wollt, ihr könnt hier gerne sitzen, wir können auch woanders hingehen, wir sind aus Tokio, für uns das ein Abend von vielen, setzt euch, viel Spaß. So, die hatten sich gerade einen Cocktail bestellt und so, ne, das war jetzt nicht irgendwie, die saßen da schon eine Stunde, die waren auch gerade erst gekommen. Und dann haben wir ein Foto mit denen gemacht und irgendwie, das sage ich, glaube ich, leider nochmal voll besoffen, erzähle ich die Geschichte auch nochmal. Das ist so geil, ey. So, das, der Typ, ne? Das ist der beste Typ der Welt, der Japaner. Ben hat noch die Karte von dem. Ich muss den Mann wieder treffen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie großartig das war. So, wir saßen hier am Tresen und er saß da hinten so. Und irgendwie, er hat immer so ein bisschen rüber geguckt und so. Man hat schon gemerkt, ja, der spricht Englisch und der hat halt irgendwie Bock, mit uns zu interagieren. Irgendwann sind wir mit dem ins Gespräch gekommen. Und ich weiß gar nicht mehr wie. Ich glaube, er hat sich dann rübergesetzt, hat gemerkt, wo wir her sind. Da haben wir halt erzählt, ja, aus Deutschland und so. Und er ist aus Italien, auch aus Deutschland. Und gefällt euch das Bier? So Standardthemen, ne? Und irgendwann fing halt der Pegel an zu steigen. Es war in der Woche. Es war ein völlig normaler Arbeitstag für den. So. Der Typ war so scheiß nett, ne? Und den. Ihr seht euch mehr. Ich will nicht nur im Himmel loben, aber das war einfach kein bisschen ja, dieses. Ich muss erst erzählen. So. Und dann irgendwie trinken wir die ganze Zeit mit dem. Und irgendwann fragen wir ihn, wie alt er eigentlich ist. Und er so, ja, er ist 45. So, wir so, okay, siehst halt nicht aus wie 45, aber okay. Was er denn hier macht? Ja, er ist Gehirnchirurg. Hä, was? Nee, wirklich, er ist hier im Tokyo Central, irgendwas ist er Gehirnchirurg. Das war nicht irgendeine Nummer. Der Typ hat, der verdient in einem Monat mehr Geld als ich im ganzen Jahr. So, das war irgendwie leitender Gehirnchirurg im Tokyota Main Hospital oder so. Und das hat so Bock gemacht mit dem. Es war so witzig, ey. Der auch so einen geilen Humor hatte. Der ist noch mehr wirklich verdammt schwer. Also wir haben wirklich einen finden, Freund gefunden an dem Abend. Wir haben richtig gute Zeit mit dem gehabt. So. Und er hat uns auch voll sein Herz ausgeschüttet. Dass er halt voll unglücklich verheiratet ist und so. Und dass alles nicht so läuft. Und er ist eigentlich in eine Kollegin verliebt. Und die ist Deutsche. Und das wird aber nichts. Und so. Das war so ein guter Abend, ey. Was man an diesen Japanern ja, auszusetzen das hat. Können das können wir das gerne im Fernsehen schwer. I don't know, he's really awesome. Ab jetzt bin ich richtig stramm und hau das richtig schlimmste Englisch raus, das ihr euch nur vorstellen könnt. Ihr seht an meinem Gesicht hier schon eine leichte Anheiterung. Ihr seht so ein bisschen, dass ich vielleicht schon mehr als 2 Bier getrunken habe. Hier hatten wir uns auch für die Regel entschieden, dass man selber kein Bier mehr bezahlt. Das hatte uns nämlich der Japaner beigebracht, dass man sich einschenken lässt. Und dann meinen wir, ja, du, dann laden wir uns nur gegenseitig ein. Übrigens, das ist ein italienisches Restaurant. Man sieht's nicht so. Nee, französisch. Es war ein französisches Restaurant. So much fun to talk to him. Das war der, noch wichtig, bevor es weitergeht, das ist der Anfang des Abends. Mein Pegel ist weit höher gestiegen als das. Fun drinking with him, fun to talk to him, just fun. It's something like, I mean, it's not round. Das ist halt echt so komplett zum Ei getreten und da Müll rein. Am Ende haben wir halt echt eine Abmod gemacht, stehen auf der Straße und er ne, kommt halt dann, sieht auf einmal, dass wir das sind und auch so geil. Diese Abmod ist so eine Vollkatastrophe, dass wir die nie mal verwendet haben, ey. Aber ist so geil. Habt ihr ihn gerade gesehen? Eine Abmod gemacht, stehen auf der Straße. Drauf, wer da hinten durchs Bild läuft. Kommt halt dann. Sieht halt unser Kumpel. Den hatten wir da eigentlich gerade verabschiedet. Und macht halt echt ja, Tanzmoves, so, ey. Und ich kann halt an keinem Punkt so irgendwas von diesem Pseudo, was andere sagen, diesen Kampf von so Japaner. Ich kann das nicht hoffen, ja, das ist ein großartiger Abend mit dem Typen, ey. Das ist wirklich durchweg angenehm. Oh, okay, alles. Ich habe in 10 Minuten von ihm so viel über Japan gelernt. Er hat alles erzählt, wie diese ganze Geschäftswelt, wie das ist mit den Maid-Cafés und so. Wie er das alles, der war so geil, der Typ. Der war so großartig. Und dieses Winken, ey, der war halt auch so niedlich einfach. Das ist ein gestandener, hochintelligenter Mann. Und der war halt null Ego, null irgendwie, dass der was beweisen musste und so. Es war nur geil. Das, was ich echt jetzt gerade sagen kann, ist, dass es echt ein krasser Abend war. Also wir haben unseren italienischen Guide quasi dabei, der uns echt eine Menge von Tokio gezeigt hat. Das sind einfach die nettesten. Das war auch so geil. Unser französischer Guide, Francesco, sprach Deutsch. Das hat er uns die ganze Zeit nicht erzählt. Wir waren zum Glück, er meinte halt auch so, ja, mal gucken, was die Leute so bei einen sagen. Wir waren nur nett, wir fanden ihn halt richtig nett, wir haben nie über ihn gelästert und so. Zum Glück, aber der sprach halt Deutsch. Naja. Leute der Scheißwelt, ganz ehrlich. Wie lange ist das her? 2013 war das. Ey, wir waren in einer Bar, wir waren vielleicht 20 Sekunden drin, 2 Leute räumen den Platz, machen ein nettes Foto mit uns, gehen weg und wir dürfen da sitzen. Und insgesamt ist es einfach echt super geil einfach. Es hat mega Spaß gemacht, es war irgendwie so komplett klassenlos, es war der pure Spaß.
Und mehr kann ich dazu gerade nicht sagen. Ich glaube, im gleichen Talk kommt da noch mehr. Okay. We change direction. Das war das super nett. Und der Wein. Okay. Ab hier kippt der Pegel. Ab hier ist der Teil, der hart zusammengeschnitten ist. Davon gibt es einen Uncut, der wesentlich mehr ausdrückt, wie hoch der Pegel ist. Ich will das. Ich will das. Ich will das. Und ich will... Oh, of course, yeah. No. Manicato. Manicato. Das ist auch so geil. Du kannst dir da so eine Udon, so eine Suppe selber zusammenbauen. Und ich habe einfach alles genommen. Ich habe halt irgendwie komplett sinnlos Scheiße da reingeschmissen. Ey, dies? Okay, davon essen wir was. Oh ja, yeah, we like spaghetti. Ja, das mögen wir auch. Das schmeckt gut. Das ist mir im Magen. Mögen wir. Ben schuldet mir einfach 1 Million Euro. Ben hatte die ganze Zeit kein Geld mit. Das ist auch ganz wichtig. Ich musste alles bezahlen. Und Japan ist nicht gerade günstig. Und Ben läuft mir so nah. Scheiße, du bist so raviniert. Okay, Ben, klauen wir was? Oh, ich bin so stramm, ey. Oh, ist das unangenehm. Oh Mann, ey. Oh. Oh, ist das grauenvoll, ey. Klauen wir was? Bringen wir es echt und landen heute Abend. Oh, wartet. Ich sag's jetzt schon. Oh, macht euch auf den besten Schnitt aller Zeiten befasst. Boah, ist das ein großartiges Bild. Im Knast. Ich glaube, es dauert noch einen kleinen Moment. Es wird noch immer schlimmer. Oh Gott. Da ist mir der Popschutz runtergefallen und Ben kickt den immer alles weg. Oh. Tschüss. 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 I'm the king of Giza. I'm the king of Giza. I'm in der Giza. Nee, 16.000 hatte ich mit, stimmt. Okay, du hast recht. Sehr voll, sehr laut. Aber irgendwie dann doch ganz cool. MTV, Abmod, ist die Mod, die abgeht. Ist das unangenehm, ey. Oh, und das hatte Ben so lang geschnitten ursprünglich. Das ging so lang einfach. So halt wirklich 5 bis 6 Minuten nur besoffen sein. Oh. Hauke, für welches Format war das? Das war damals MTV Game One. Da hat, also Viva Game One, da hat Fox uns eingeladen. Ah. Ey, wisst ihr, was daran das Beste ist? Man denkt, ich tue nur so. Ich habe nachher wirklich Leute angerufen. Okay, ich bin echt außer Atem. Ich war nicht so weit, wie ich dachte, aber doch relativ weit. Eistee mit Katzengeschmack und so ziemlich alles, was irgendwie komisch und ekelhaft ist. Jetzt gerade bin ich aber nur außer Atem und möchte irgendwie was trinken, was nicht Energy oder Bier. Ja, den Uncut hat Ben. Wir gucken gleich, ob der auf YouTube ist. Ich weiß seinen YouTube-Kanal, dann gucken wir gleich nochmal. Ansonsten, ich schreibe Ben gleich eben, dass er bitte diesen Uncut hochladen soll. Dann gucken wir den nächsten Mal. Ne, Bier. Seien wir doch ehrlich, ich möchte Bier trinken. Ich glaube, wir gehen jetzt gerade zum Parkhotel, weil da gehen wir gerade hin. Stimmt, hat Ben immer versucht, mich dazu zu motivieren, zu moderieren, was wir gerade tun. Und ich hatte nicht so Bock drauf. Stattdessen hatte ich Bock, das Mikrofon falsch rumzuhalten und so zu tun, als ob das meine Nase wäre. Oh Mann, ey. Danke für den Prime-Sub an Video Games for You. So. In diesem Ding verstecken sich nur Szenen. Also ihr müsst euch diesen ganzen Fast-Forward, nach dem kommt ein geiler Schnitt, aber diesen ganzen Fast-Forward müsst ihr euch vorstellen, als was das in Wirklichkeit halt ein 5-Minuten-Ding war. Also wir gehen jetzt ins Hotel. Es gibt Szenen, wie ich im Hotel vom Klo runterfalle, wie ich
dem Kopf im Kühlschrank schlafe und so. Ich mache jetzt langsam, in der Hoffnung, dass man ein bisschen mehr sieht bei dem Fast Forward. Das ist aber auch wirklich sehr schnell. Ich weiß, er hat mir damals die erste Version geschickt und ich habe gesagt, Alter, Ben, das können wir so nicht senden, wenn das meine Eltern sehen. Oh, ist das unangenehm, ey. Das war... Oh. Ihr habt schon ein kleines Best-of dieser Szenen gesehen. Es waren die Szenen dabei, wie ich im Kühlschrank liege, auf jeden Fall. Ach, warte, hier ist auch noch wichtig, wir haben den Wolverine-Bären in Dings, haben wir das, haben wir, glaube ich, das T-Shirt geklaut. Da war gerade Bens Arsch. Da hat sie Ben den Arsch blank und zeigt mir den. Und da versuchen wir versuchen total besoffen, diesen Abschlusstalk zu machen. Ne? Wir sitzen da und versuchen, dieses Gespräch zu machen. Oh. Alter, ey. Oh Gott, die Bilder sprechen auch für sich, ey. Ich war mit dem Kopf im Kühlschrank penne. Ich glaube, da wollte ich mir ein Bier holen und bin hingefallen. Ich trinke das sogar im Kühlschrank. Stimmt, hier liege ich dann und trinke das Bier im Kühlschrank. Ich glaube, die Szene mit dem Arsch ist komplett... Oh, jetzt geht's einfach so weiter. Okay, jetzt machen wir normales Tempo weiter. Mehr. Ah. Das war halt hart. Ja, wir können auch gerne mal gucken, ob man irgendwas von dem Talk, den man... Das ist auch so gut. Jetzt kommen mal Szenen von dem Talk. ...an dem Abend noch versucht haben, nehmen können. Moderationsbot. Ich denke nicht, dass da viel bei ist. Oh Gott, ey. Oh Gott, und jetzt kommt der großartigste Schnitt. So. Vielleicht hatte ich während dieses gesamten Gelages ein wenig aus den Augen verloren, dass ich am nächsten Morgen die beiden Hauptdarstellerinnen des Films zum Interview bekomme. Und wir reden so von 8 Uhr morgens. Or maybe. So sah ich aus während dieser Interviews. Ich kam rein und sie meinte auch sofort, are you okay? Ich sah so aus wie eine Kloake, ey. Alter, war ich fertig, ey. Und das Geilste war, ich hatte alles vergessen. Ben hat mich rausgeklingelt, alles klingelt. Ich wach auf, spring unter die Dusche, schreib mir auf meinen dreckigen Blog so ein paar Fragen, weil ich auch meine Unterlagen nicht gefunden habe und so. Way beyond. Man sieht auch, wie ich die ganze Kotze runterwürge. Guckt euch das mal an. Man sieht die ganze Zeit, wie so... Maybe way beyond. She's... Like, she's badass, but she's Japanese girl, but... So, auf jeden Fall waren die Interviews, wir sind besser gelaufen, als ich dachte. Und dieser Kommentar dazu. Die Interviews sind besser gelaufen, als ich dachte. Oh. Dafür, dass ich wirklich mit den Kopfschmerzen des Jahrhunderts da reingegangen bin. Und ich hatte halt echt meine ganzen Vorbereitungssachen, habe ich nicht gefunden. Das Wichtige ist, diese Interviews gibt's auch noch. Wir können gleich mal gucken, die sind nicht so spannend, aber die gibt's auch noch auf YouTube. Ganz geil ist, ich hätte echt schlecht wegkommen können. Aber Halleluja, zum Glück gab's noch die Britin, mit der wir eh nicht so gut klarkamen. Die ist überhaupt nicht aufgestanden. Die hat diesen Interviews nicht teilgenommen. Wir waren nur wegen dieser Interviews eigentlich da, ne? Wegen dieser Promo für diesen Film. Es war so geil, sie ist nicht gekommen. Dadurch war ich so fein aus dem Schneider. Es war für mich so geil, ey. Ich hab da echt so einen Schul... Das ist mein Blog, da waren meine Fragen drauf, ey. Oh, Studentenblock, Mann. Ja, ja, ja. Ey, anderen haben da so ein fettes Ding. Ey, ich dachte, ich blamier mich so sehr, aber dafür waren die Interviews halt echt ganz okay. Way more Dass Ben morgens aufgewacht und in seinem Zimmer liegen diese halb angebackenen, irgendwie gebissenen Dinger aus dieser Suppe, die ich mir abends noch komplett besoffen reingezogen habe, ey. Ja, da.
Dann sind wir halt, waren die Interviews vorbei. Und guck mal, das ist kein Scheiß. Das ist der gleiche Tag. Na, guck mal, wie ich auf einmal aussehe. Ja, dann sind wir halt, waren die. Das ist der gleiche Tag. Ich weiß nicht mehr, was ich da gemacht habe. Ich weiß nur, dann waren diese Interviews. Danach habe ich irgendwie, bin ich frühstücken gegangen, bin ich hochgegangen, hab nochmal geduscht und dann sah ich so aus. Die Interviews vorbei und dann sind wir, dann ist für mich eigentlich der coolste Tag mitgestartet. Und dann? Alles cool war, aber das fand ich echt ganz geil, dass wir dann. Ging's mir eigentlich wieder ganz gut. Wir sind dann halt echt mit dem Bus so auch so durch Akihabara. Hier sind wir ausgestiegen und ich dachte, ich kotze mir gleich die Seele aus dem Leib. Also wirklich, ich dachte, das war's. Ich hätte, ey, ich stand da wirklich, hab mich schon vor so ein Beet aufgebaut und so und dachte, ey, du kannst jetzt hier nicht hinkotzen, Hauke. Das kannst du nicht bringen. Um dich rum überall Japaner, die gerade ihrer Arbeit nachgehen. Ich konnte nicht, echt. Und dann habe ich mir irgendwo an einem Kiosk da so eine, das heißt, ich glaube, so eine Art Tee geholt, so ein Kocha. Das ist so ein schwarzer Tee ohne irgendwas. Das hat sehr gut geholfen. Oh. War da gefahren. Ja? Läuft? Ey, das ist ohne Scheiß. Das ist anderthalb Stunden nach diesen Interviews. Zwei Stunden maximal. So, dritter Tag. Da sehe ich echt wieder halbwegs aus wie ein Mensch. Ziemlich fertig. Wir hatten gestern einen guten Abend in Shinbashi. Das ist so eine Art Arbeitsviertel, also wo echt viel Business ist. Und wir waren abends in einer kleinen französischen Kneipe. Es war aber ungefähr so französisch wie meine japanische Schuhsohle. Bester Vergleich. Und es war auf jeden Fall mega cool. Wir haben super nette Leute kennengelernt. Ich bin echt ein bisschen fertig. Und wir sind jetzt hier direkt erst an der Ueno Station. Das ist quasi der Shot aus dem Film, wenn man hier steht. Ganz berühmt übrigens in unglaublich vielen Filmen, in ganz vielen Serien. An dieser Stelle mal zwei tolle Serienempfehlungen, meiner Meinung nach. Midnight Diner Tokyo Stories, eine wunderbare Serie, die mich wirklich, wirklich abholt. Gefällt mir sehr gut. Ich kann gut verstehen, wenn man es nicht mag, aber ganz toll. Und, außer auf Netflix, und Samurai Gourmet auf Netflix. Gebt dem eine Chance, wirklich. Schaut euch mindestens bis zur dritten Folge Samurai Gourmet an. Erst dann könnt ihr euch ein richtiges Urteil bilden. Es ist echt eine geile Serie. Und da kommt auch die Ueno Station vor. Und haben gerade gesagt, warum das schon schwer war, das zu filmen. Aber das ist auf jeden Fall echt mega cool, hier auch mal zu stehen und zu sehen, ey, krass, das ist ein Ort. Und wir sind gerade an Akihabara vorbeigefahren, das ist das Nerdviertel. Und oh, wir müssen noch dringend weiter. Wir gehen jetzt gerade, glaube ich, sind wir auf dem Weg zu einem Shinkansen. Das ist so ein Bullet Train, seht ihr garantiert gleich. Und dann geht's. Das ist so geil, das ist unser Guide. Die hier, die mit diesem Ding rumwackelt. Wir gehen jetzt gerade, glaube ich, sind wir auf dem Weg zu einem Shinkansen. Das ist so ein Bullet Train, seht ihr gerade. Hervorragender Guide. Ich habe irgendwo, glaube ich, noch die Karte von ihr. Ohne Scheiß. Boah, die war richtig super. Die hatte richtig Bock, was zu erzählen. Die konnte das toll. Die sprach hervorragend Englisch. Die hat toll Situationen gemeistert. Die hat immer gemerkt, wer wirklich Interesse hat und so. Und hat auch ganz toll so ein Bindeglied immer zwischen. Wir waren ganz oft bei, also wir waren gleich bei Leuten zu Gast und sie hat ganz toll so dieses Bindeglied erfüllt zwischen diesen Leuten, bei denen wir gerade sind und uns als westlichen, rumpeligen Gästen und so. Garantiert bleibt. Oh ja, bei Midnight Diner vielleicht mit der zweiten Folge anfangen. Das ist ein ganz guter Tipp. Ich finde die ersten zwei oder drei Folgen nicht so gut. Und dann geht's ab zum Schwertschmied. Und das wird super geil. Und jetzt müssen wir los. Tschüss. Filmt die ganze Zeit nur Klos. Die Schuhe habe ich übrigens sehr geliebt. Die habe ich leider nie wieder in der Farbe gefunden, beziehungsweise die Füße haben darin erbärmlich gestunken. Wie heißt das? Midnight Diner Tokyo Stories. Ein tolles Intro. Gucke ich heute Abend garantiert auch wieder eine Folge. Es gibt schon 8 Staffeln, aber nur eine ist auf Netflix als erste Staffel verkauft irgendwie. Das ist die neueste. Ich traue mich nicht so richtig, die alten zu gucken, aber vielleicht finde ich sie ja irgendwo online mit englischen Untertiteln oder so. Gibt's das Video? Das Video ist auf YouTube. Ich habe es auf YouTube gefunden. Das Originalding hieß damals 2 Kartoffelnasen tanken Sake oder so. Der hat einfach im Jahr irgendwie 4 Minuten Verspätung, dieser Zug. Und die durchschnittliche Verspätung, mit der man höchstens rechnen kann, sind 18 Sekunden. Der hält Punkt 16 Sekunden. Ich meine, ich habe echt, als wir eingestiegen sind, mit den Fingern abgezählt. Heiße Maissuppe. Die schmeckt echt gut. Und da haben wir auch eins meiner Tageshighlights. Das war so geil. Merkt diesen Prospekt. Ich will es erst erzählen, pass auf. Was sie gut gemacht hat, ist, wir sind dann mit dem Shinkansen, das ist ein Schnellzug, der wirklich, wirklich schnell fährt, sind wir in die Außenbezirke von Tokio gefahren.
Solltet ihr euch fragen, wie groß Tokio ist? Aber wir können ja mal machen. Machen Sie jetzt mal just for fun. So. Google Maps, weil mir auch vorher so ein bisschen das Gefühl dafür fehlte, wie groß eigentlich Tokio ist. Tokio. So. Schalten wir auf Satellit. Und scrollen mal richtig weit raus. Guckt euch mal an, wie groß Japan ist. Und jetzt guckt euch mal diesen farbigen Fleck an. Das ist Tokio. Das sind größtenteils Häuser. Also das ist quasi eine bewohnte Zone. Darum sieht das so aus. Das ist so scheiß unvorstellbar riesig, ey. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie groß das ist. Also wir sind mit 2,5 Stunden mit diesem Zug gefahren und wir sind nur durch Stadt gefahren. Die ganze Zeit. Wir haben nur Stadt gesehen. Es ist so krass. Also richtig heftig. So. Und während wir halt gefahren sind, war halt die ganze Zeit so ein bisschen, ja, es war halt so ein bisschen langweilig. So. Also draußen war es auch nicht so hübsch. Wir sind nicht nur durch hübsche Viertel gefahren und so. Und dann, nicht ganz Tokio, ist alles Tokio-Metropolregion. Also es zählt zur Stadt quasi. So. Jedenfalls sind wir dann gefahren und sie hat uns immer so abgelenkt mit irgendwelchen Spielereien, wie das, was sie eben gezeigt hat. Wisst ihr, das hier mit den... Und da haben wir das auch einmal eins meiner Tageshighlights entdeckt, diesen Prospekt. Oh, guckt euch mal das an. Das ist so geil. So ein Japan. Und dann haben wir diesen Prospekt entdeckt. Japanische Haushaltsgeräte, ja, ja. Prospekt, ey, da waren Sachen drin. Ein tragbares BD, wo dann einfach so ein kleiner Waschbär steht, der so einen roten Arsch hat und so, aua! Ich glaube, ich habe dieses Ding irgendwo noch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich diesen Prospekt irgendwo noch habe. Ich kram mal Kisten durch und nachher Gamescom und gucken, ob ich das noch irgendwo finde. Hier habe ich für Annika, die ist so ein riesen Hello Kitty-Fan früher gewesen. Ich fand das so lustig, weil es so herrlich kitschig ist. Habe ich irgendwie alles mögliche Hello Kitty-Zeug für sie gekauft. Und ich glaube, jetzt gleich sieht man die Reaktion, als ich den weiblichen Mitbegleitern zeige, was ich meiner Freundin gekauft habe. Dann kommen wir wieder das. Archie the Little hat gerade Subscribe mit Prime. Vielen, vielen Dank dafür. Wir sind schon bei Minute 26. Ein bisschen was haben wir noch vor uns. Ich glaube, das Beeindruckendste, was ich auf diesem Trip gesehen habe, kommt jetzt noch. Das heißt Kuhpisse. Lecker, runter damit. Das heißt wirklich Kaupisu. Es ist irgendwie so mit Milchsäure, so ein bisschen, erinnerte mich vom Geschmack ein bisschen an Rivella, muss ich ehrlich sagen. Es war nicht wirklich Kuhpisse, sondern das nannten die als Scherz nur so. Handy, was ist los mit dir? Ach, das ist der Müll, der wütend ist, weil er nicht recycelt wurde. Ich fand es halt geil, diese Außenbezirke mal zu sehen, sowieso schon, ey, und diese Schwertschmiede, ne? Das war der absolute Hammer. Hier ist super schade. Also, dieses japanische Team hat da die Interviews gefilmt und so. Und wir haben irgendwie von denen Karten bekommen und auf diesen Karten war halt nicht annähernd das, was sie gesagt haben, was da drauf ist. Also, das Interview ist nicht mehr da, die meisten Bilder sind nicht mehr da. Wir waren halt echt in dieser... Also, wir kamen da halt rein und ich war mit so einem, hatte gerade so ein Mindset von, ey, wir machen hier was richtig Geiles, wir sind irgendwie gerade auch irgendwie coole Typen, die hier rummarschieren, sondern dann stehen wir vor diesem Mann. Kommt gleich. Das sind alles nur Lehrlinge. Nur Lehrlinge, in Anführungsstrichen. Das war so geil, mit wie viel Präzision die gearbeitet haben, ne? Ihr seht da schon, wie lange das dauert. Wir haben uns halt hingestellt und gefilmt. Und das war, was hat der Twitter-Post eigentlich ergeben? Das gucken wir am Ende. Wenn dieser wunderbare Rückblick in einen der schönsten Teile meiner Vergangenheit zu Ende ist, dann gucken wir da hin, weil ich dann nicht schon am Heulen bin. Also wir sind hier jetzt in der Schmiede von Yoshihara Sensei und wir sind wirklich einfach nur beeindruckt. Also man hat echt im Internet oder sonst wo auch schon mal gesehen, wie sowas dann passiert und wie es gemacht wird. Und
da denkt man, ja, es ist halt auf Metall rumgekloppe, aber im Endeffekt ist es einfach... Ihr seht schon, wie entspannt ich da stehe, weil die gesagt haben, wir dürfen uns nicht bewegen und so. Wirklich viel mehr. Der erste Blick verrät schon, es wird halt 10-mal gefaltet, dann wird es immer wieder ins Stroh gepackt, damit es nicht außen verbrennt. Es ist wirklich jedes Detail irgendwie durchgeplant und es ist so unvorstellbar viel Arbeit von so unvorstellbar vielen Menschen, die so unvorstellbar lange gebraucht haben, um das zu lernen, damit ein Schwert am Ende fertig ist. Und wir kriegen gleich garantiert noch mal ein paar Schwerter zu sehen und es ist wirklich einfach tief beeindruckend. Ey, guckt euch den Typen an. Wenn der Hans Müller heißen würde, ich würde das sofort glauben. Ich bin da reingekommen und habe den Typen auf Deutsch angesprochen. Und meinte, wie er hierher gekommen ist. Der ist Japaner. Der sieht überhaupt nicht japanisch aus. Auch der saß da. Ich dachte wirklich, ja, da sitzt halt ein Deutscher. Der ist bestimmt irgendwo, ja, aus irgendeiner großen deutschen Messermetropole rübergemacht und so. Ich finde das so krass. Der sieht halt überhaupt nicht asiatisch aus. Der hat so mein Klischee gesprengt. Da dachte ich wirklich so, Hansi, alte Hecke, was machst du denn hier bei den japanischen Schwertschmieden? So. Ich werde die Ornamente für die Schwerter nämlich gemacht. Ich lasse jetzt mal laufen, weil ich erzähle gleich, hierzu kann ich so viel erzählen. Und dann diese Schwerter zu sehen, wenn du die Dinger hochhebst, das ist eine Schwerter. Ich hatte wirklich hoch, also weißt du, ich kam halt rein, sehe diese Schwerter und habe halt dann auch schon heute mal gesagt, glaube ich, habe eigentlich nichts als Ehrfurcht. Das ist er übrigens. He has one. Ich erzähl's jetzt mal eben. Nichts als Ehrfurcht. Ich muss es einfach erzählen, weil es so für mich das erste Mal oder das einzige Mal bisher in meinem Leben war, dass ich das Gefühl hatte, ich bin in einem traditionellen japanischen Zuhause. So. Wir kamen halt rein. Also wir kamen halt rein und wir wurden total nett empfangen erstmal von denen. Dann kommen wir rein, kleine Einführung. Wir standen in diesem Hof, wunderschön, wie so ein Zen-Garten. Überfloss Wasser, kleine Bäumchen, tolles kleines Haus in dieser riesigen Wüste aus Betonhäusern. So, und irgendwann fangen wir halt an, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Seine Frau hat immer übersetzt. Er sprach kein Englisch oder nicht besonders gut. Seine Frau sprach ziemlich gut Englisch. So. Die hat immer übersetzt. Und irgendwann fragen wir so, ja, schönes Haus. Und dann meinte er so, ja, ganz bald, ja, ich selber gebaut. So. Und dann greift das, was ich ihm gesagt habe. Mir wurde nach und nach immer mehr klar, was der Mann erreicht hat. Der den ihr hier gerade seht, ich weiß nicht, ob er heute noch lebt, ich hoffe es sehr, ist einer der letzten drei Schwertschmiede-Großmeister der Welt. Also was japanische Schwertschmiedekunst betrifft. Was er dann so auch ganz nebenbei so ein bisschen erzählt hat. So. Dann sind wir halt in dieses Haus gekommen und da war ein ganz spannender Moment für mich auch. Irgendwann hat die Frau und dann standen Ben und ich da so und haben uns ganz nett mit ihr unterhalten und fragten sie uns irgendwann, wo wir herkommen. Und wir so, ja, wir sind Deutsche. Und dann hat sie gesagt, oh, da bin ich aber erleichtert. Ich dachte, es kommen Amerikaner. Das war für sie so die schlimmste Vorstellung, dass Amerikaner kommen. Weil auch das ist ein bisschen ein Klischee, aber es wurde für mich 4, 5, 6 Mal Minimum belegt in der Zeit häufiger, als wir in Tokio waren. Deutscher sein ist zum ersten Mal in meinem Leben, war das ein Riesenvorteil im Ausland gefühlt. So. Also es war wirklich so, dass ganz oft die Reaktion war, ah, okay, cool, Deutsche. So. Also viele Japaner nehmen das als was sehr Positives wahr, wenn ihr Deutsche seid. Die haben das als was Gutes empfunden. Die haben gesagt, ja, es ist ein Land, mit dem wir irgendwie viel verbinden. Und ich muss auch ehrlich sagen, meine ehemalige Sprachlehrerin hat mal gesagt, als Japaner kommst du nach Deutschland, das ist wie wenn ihr Urlaub in Italien macht. So. Die sind wie ihr. Die haben die gleichen Werte, die glauben an die gleichen Dinge und die machen das Gleiche. Die sprechen nur eine andere Sprache und haben so ein bisschen mehr laissez-faire. Und so sind, so, weißt du, die haben erkannt, wie man das Leben lebt. So. Die leben la dolce vita. So. Und so sind wir für die. Sie hat gesagt, so ist für mich in Deutschland leben. Die sind wie wir Japaner, nur lockerer. Die sind ein bisschen chaotisch, die Deutschen, aber nicht so schlimm, dass man damit nicht leben kann und so. So war ihre Wahrnehmung von uns. So. Und das war halt in diesem Haus auch so total spannend. So, la deutsche vita, ja. La deutsche vita. So, und er hat dann halt erzählt, ich erzähl's jetzt einfach, ich weiß nicht, ob ich es gleich da nochmal erzähle. So, wir haben dann da oben gestanden und leider dieses Interview geführt, das nicht gefilmt wurde. Ein tolles Interview, wo er halt ganz viel erzählt hat darüber, was diese Schwerter kosten. So ganz simple Fragen, bis hin zu, warum tut man das? Warum widmet man sich dem so sehr und so? Und da war auch so spannend, das Geilste, was einfach in diesem ganzen Haus war, war, irgendwo standen so ganz kleine Schwerter. Und dann meinte ich, wo kommen die denn her? Und dann meinte er, meinte sie, das ist sein Hobby. Der Typ, der sein ganzes Leben Schwerterschmieden widmet, sitzt abends vorm Fernseher und baut als Hobby ganz kleine Schwerter. So große Dinger. Ey, ich konnte das nicht fassen. Das ist japanisch. So, zu sagen, ey,
Ja, und der Typ war so am Boden geblieben. Der stand nicht vor dir und hat damit angegeben, was er da macht. Es war ganz bescheiden. Der musstest du alles aus der Nase ziehen, was seine Errungenschaften waren und so. So krass, ey. Hey, Hesuan. Irgendwann haben wir ihn gefragt, was seine prominentesten Kunden sind. Sorry, dass ich mal anhalte. Und der zählt Namen auf, da fällt dir gar nichts mehr ein. Also von Nicolas Cage über Leonardo DiCaprio, Tom Cruise, alle möglichen Leute, die da mal angefragt haben oder mal ein Schwert gekauft haben. So als Kunstobjekt. Richtig krass. Naja. Dieser Mann einfach auch war, dieser... Und, ach, das muss ich noch ihm erzählen, er war auch daran beteiligt, dass die Schwerter für den Kill Bill-Film geschmiedet wurden. So, jetzt aber Schluss. Kurze Talk mit ihm und seiner Frau oder so. Sie hat dann immer übersetzt. Ey, leider haben wir das nicht komplett auf Kamera. Ich versuche mal so viel wiederzugeben, wie irgendwie geht. Wir haben echt alles gefragt, was so ein Schwert kostet. Er hat zum Beispiel, glaube ich, sehr freundlich geantwortet, so $30,000 wäre so der Maßstab. $20,000 bis $30,000. Nie im Leben. 100 Mal teurer. Ich glaube, Minimum $100,000. 100 Mal teurer, 30.000, $100,000. Ja, ihr seht schon, wir waren sehr lange bei denen zu Hause und das war wirklich ein schöner Tag. Wir haben da gesessen, haben mit denen noch Tee getrunken und so und es war so übers Haus verteilt. Also es war nicht so, mach jetzt mal das, mach jetzt mal das. Es waren ein paar dabei, die hatten da nicht so Interesse dran, aber ich fand das richtig spannend. Ich saß halt zum ersten Mal in so einem japanischen Haushalt und hatte das Gefühl, ich bin bei einer japanischen Familie zu Gast, auch wenn es naiv ist. So. Aber es war auch so süß, weil sie kam nachher nochmal raus und hat sich total nett... Ist jetzt immer so dumm, sowas zu erzählen. Hat sich total nett, ist nochmal zu mir gekommen, hat sich bei mir persönlich bedankt, mit Hilfe der Dolmetscherin. Und der Typ auch. Ich war richtig stolz. So, ich hatte das Gefühl, ich habe wirklich Interesse gezeigt und das auch nicht geheuchelt. So, also sie kam mit der, hat gesagt, wir haben selten Gäste, die wir so gerne da hatten, hat sie zu Ben und mir nochmal gesagt. Das fand ich wirklich schön. Ich war wirklich stolz. So. Danke übrigens an Capella, der mit Prime gesubbt für 2 Monate und low-skilled hat auch gerade mit Prime gesubbt. Sehr, sehr cool. Ach ja, da haben wir uns darüber lustig gemacht, dass die Nachbarn von dem durchdrehen müssen. Den ganzen Tag bam, 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 hämmern die nur auf diesem Amboss rum, ey. Ja, jetzt aber genug Einblick. Danke nochmal an Cyril Snoop für den Prime-Sub. Ich sollte wahrscheinlich mehr Werbung wieder für Subs machen und so. Jetzt. Noch knapp 4 Minuten Video. Ich bin noch traurig. Ich wünschte, es würde nie zu Ende gehen. Ich wünsche, ich wäre nie zurückgekommen. Ich bin immer da geblieben. Ach, an dem Abend waren wir noch da hinten, da ist ein Restaurant. Und das ist ein Restaurant, das ist dem Restaurant, wo wir gerade bei Kill Bill waren, aus Kill Bill nachempfunden, in dem diese legendäre Kampfszene mit denen, sorry, ich habe den Namen vergessen, ich bin nicht so ein großer Kill Bill-Fan, muss ich ehrlich sagen, in dem dann dieser große Kampf stattfindet mit diesen in Schwarz gekleideten, ich habe vergessen, wie die heißen, die irgendwas 99, ich habe es vergessen, sorry. Sagt gleich jemand im Chat, bestimmt. So, und da, Crazy 88, heißen die so? Okay. Hat Hauke schon einen Termin, wann er wieder nach Japan reist? Eventuell im September, hoffe ich. Es ist 5 Jahre her, dieser Trip. Und gerade überkommt es mich völlig, warum ich nicht schon eher wieder hingefahren bin. Ich habe mich selten irgendwo so gut aufgehoben gefühlt, muss ich ehrlich sagen. Ich bin da hingekommen und habe gedacht, ey, ich liebe diesen Platz. Naja, da waren wir da, das Essen war ziemlich scheiße, da waren nur Westler und so. Das war echt so die einzige Mäh-Erfahrung, die wir während dieses ganzen Trips hatten. Deswegen, ich weiß nicht, ob wir da überhaupt was gefilmt haben. Also ich glaube, es hat Ben auch nie mal reingeschnitten, weil das echt... Ah doch, da. So sah das da aus. Ah, sah cool aus, aber ich muss ehrlich, es war eine Touristenfalle. Das war ziemlich kacke da. So, wir sind jetzt unserem letzten Abend angekommen hier in Tokio. Leider schon, ey, die Zeit ging richtig schnell rum, weil wir auch eine Menge coole Sachen gemacht haben. So wie jetzt gerade auch wieder waren wir hier in einem Restaurant, das so ein bisschen wie, das ist aus der Fight-Szene in Kill. 40 Räuber, 99 Luftballons, 1001 Nacht. Ich sah so kacke. Bill. Und es ist echt alles eine mega coole Erfahrung, habe ich jetzt 100 Mal gesagt, aber ich kann es echt nur wiederholen, bei dem Schwertschmied heute war Hammer und wir gehen gleich garantiert nochmal richtig auf Tour. Mehr kann ich jetzt gerade einfach nicht sagen, ein Abschlussbericht kommt garantiert noch und mal schauen, was noch kommt. Naja, so richtig viel kam dann leider doch nicht. Da haben wir ihn erst gesehen. Das hing da riesengroß an dem Gebäude. Ich habe es nicht verstanden. Uns hat ein Japaner, den wir da gefragt haben, erzählt, dass der ein Riesenstar bei denen ist. Also, dass die den als, das ist für sie das Sinnbild für einen riesigen Hollywood-Promi. Aber naja. Nicht mehr, aber auch nicht gar nichts.
Wir wuselten durch Tokios Gassen so lange eben möglich und kauften alles, was halbwegs lustig oder strange aussah. Irgendwie dann doch ein gelungener Abschluss für unseren Trip. Wenn auch viel zu früh. 3 Tage waren einfach viel zu kurz, um... Stimmt, ey, wir waren nur 3 richtige Tage da. Also wir waren 5 unterwegs, waren eigentlich nur 3 Tage da. Alles zu sehen, was dieses Land zu bieten hat. Sollte uns also jemals wieder jemand fragen wollen? Hier, ne? Und so? Deins ist eine gefrorene Suppe, Mann. Oh nein, ich hab von die Scheiße gegriffen. Das war so geil. Ich hatte das da oben, das schmeckte wie Eisbonbons. Also hier, das hatte ich, schmeckte wie Eisbonbons. Und Ben hatte eine Suppe. Das war wirklich eine Suppe. Einfach eine gefrorene Suppe, ey. Das schmeckte so scheiße. Ich raff's halt nicht. Da waren wirklich, da waren auch Stücke drin und so. Das war einfach eine Suppe. Ich meine, die haben voll in die Scheiße gegriffen. Ja, das Ding probiert, das schmeckte so räudig. Ey. Aber die sehen beide gleich glücklich aus. Ich glaube nicht, dass man so viel umlegt. Irgendjemand hat mir tatsächlich erzählt, dass die Skadi-Gadi, ich glaube, ich weiß nicht mehr, wer das erzählt hat. Das heißt, glaube ich, ist wie Arschloch. Ist wie Eisbonbons. Komplett. Also es ist ein kalter Eisbonbon. Am nächsten Morgen pelten wir uns dann besonders früh aus der Schale. Heimreise war angesagt. Ein letztes Mal Skurriles am Flughafen bestaunen und dann einer der wohl traurigsten und zugleich zufriedensten Abschiede von einem tollen Land voller toller Menschen. Nochmal an dieser Stelle, danke für die Einladung, danke für alle, die uns so freundlich empfangen haben. Ey, das ist so geiles Product Placement, wenn es das gewesen wäre. Fuck, hätten wir machen sollen. Und danke für eine Zeit, die wir so schnell nicht vergessen. Matane und hoffentlich bis bald. Oh, hallo. Ich habe euch gar nicht bemerkt hier. Aus bis bald sind leider 5 Jahre geworden. Jetzt gucken wir uns noch die Outtakes an. In einer kleinen Loftwohnung in Tokio. Ist super scheiße. So fange ich die Moderation einfach an. Okay, jetzt musst du abliefern. So, okay, jetzt musst du abliefern. Jetzt ist es soweit. Oh, hallo. Jetzt fragt euch noch. Hallo, wo sind die denn da? Das ist ziemlich gut. Können wir das nicht machen? Alles klar, lass mich eine gute Einleitung überlegen. Konnichiwa, Bitches. Das ist super scheiße. Ich bin einfach viel zu müde gerade. No, es ist super scheiße. Ja, hi und konnichiwa. Ben und ich. Yo, Digga. Sind heute und... Yo, Digga. Wurden... Ach, Mann, ist alles total durcheinander. Ist ein Scheiß aus Tokio zu bauen. Ben wieder seinen Arsch in die Kamera gehalten. Wir machen das nach dem Scheiß. Sag, wenn du läufst. Ja? Sag, wenn es losgehen kann. Ey, da verarschen mich bis heute alle noch für. Ich frag immer, wenn die Kamera, läufst du? Weil ich sicher gehen will, dass die Kamera läuft. Und alle verarschen mich da immer für. Oh. Sag, wenn du läufst. Läufst du? Ja? Läufst du? Ja? Läuft? Läufst du? Achso, ich dachte, es kommt noch, du läufst. Jetzt. Machen wir nochmal. Leg mich da, muss ich nochmal. Noch einen? Ja, ey, wir sind jetzt hier mitten in Tokio auf dem Hafengelände. Ach, Quatsch, Mann. Oreso, Twentori, Sentari, Foxo. Schön.